gut gefahren jetzt, die Einfahrt, die Schneise. Um unter die ersten 10 zu kommen, braucht man 1,18,34, 1,18,30 und 7 Locher, Rang 10. Sein Landsmann Pauli Akkola führt nach wie vor. Akkola, Wasmeier, Schierer, Deli, Mada und Badelotto, die ersten 5 und das ist jetzt Peter Rehag. 36,53, damit liegt er um 28 Hundertstel voran bei der Zwischenzeit und auf Akkola hat er sogar einen Vorsprung von 4 Zehntel Sekunden. Peter Rehag, gestern 13er, der Tiroler aus Maurach, rudert ein bisschen weit abgetragen jetzt hier, aber jetzt muss er den Schwung hier raus in die Fischschneise mitnehmen. Und jetzt muss er aufpassen hier im unteren Teil. Sensationell im oberen Abschnitt gefahren, aber warten wir noch ab im unteren Teil. Peter Rehag, 1,9, 1,10. 1,14, 1,15, das wird knapp, Peter Rehag, 1,17, 16, 2. Platz, 400stel hinter Paul Akkola. Super gefahren. Peter Rehag, Rang 2 für den Österreicher. Tolle Leistung des jungen Tirolers. Und damit schaut das Resultat aus österreichischer Sicht heute ganz hervorragend aus. Zweiter Rehag, 5. Mader, 9. Salzgeber. Das ist der Franzose Armand Chile. Hat auch einen Fanclub. Hier nicht so viele wie der Franz Heinzer, aber der Elsässer aus Amaschwir war einmal Zweiter im Super-G und zwar in Val d'Isère 1990 in der Siebenlocher. Ja, ich glaube, diese Rennen von Garmisch-Partenkirchen des Jahres 1992 werden sicher zu den dramatischsten dieser Saison zählen. Die gestrige Abfahrt und heute dieser spannende Super-G, der noch alle Möglichkeiten im Offen lässt. Rang 11 für Chile. Akkola, 400stel hat er noch Vorsprung. Peter Rehag, der bei der Zwischenzeit noch vorne lag, im unteren Teil auf Akkola eine halbe Sekunde knapp verloren hat, aber beinahe Akkola abgefangen hat. Aber dennoch für Rehag ein super Resultat. Didier Paché, knappe Sekunde zurück. Da droht keine Gefahr für die Besten. Große Probleme von Paché. Ich glaube, da hat er das blaue Tor, wie mir scheint, nicht korrekt passiert. Fährt zwar weiter, aber wird der Erste sein, der aus der Wertung genommen wird. Hätte mich auch gewundert bei seinem Bogen einfach die Schneise, dass er noch zurück auf die Piste kommt. Ja, er macht schon auf vor dem Spiel. Das ist Peter Rehag. Jetzt Patrick Holzer. Auch sehr gut. Nur 22 Hundertstel zurück. 37,12. Das ist vor Wasmeier. Eine Hundertstel. Rang 8 bei der Zwischenzeit. Ich glaube, dieser Super-G ist noch nicht entschieden. Es ist durchaus noch möglich, dass es heute eine Überraschung gibt. Die Hölle einigermaßen erwischt. Patrick Holzer aus Sechsten, in der Nähe von Innichen in Südtirol. 1,18,23, um unter die ersten 10 zu kommen und 1,17,09. Ich habe es noch angesagt gerade zuvor. Es sollte mich nicht wundern, wenn dieses Rennen noch sensationell verläuft. Patrick Holzer, 1,17,09. Damit von der Zwischenzeit ein riesiger Sprung nach vorne an die erste Stelle. Vom 8. auf den ersten Platz. Und der Robert Brunner gratuliert und schon wieder eine schnellere Zeit. 37,03 für Alberto Senigallesi aus dem italienischen Team. Es geht also heute Schlag auf Schlag hier in Garmisch-Partenkirchen.
Und dem Pauli Akkola ging es ähnlich wie dem Patrick Ortlieb. Er musste nicht so lange warten, aber er durfte sich doch auch lange Zeit eines Sieges freuen. Und auch Senegalesi könnte jetzt wieder in Führung gehen mit 1,17,21. 1200 nur zurück und Vierter. Da ist noch alles offen. Wasmeier verdrängt. Die ersten vier liegen nur 1200 auseinander. Patrick Ortlieb. Vielleicht gelingt ihm die Revanche wie gestern. Die Strecke taugt ihm ja. 23 Hundertstel Rückstand. 37,35. Wie erwischt der Ausfahrt Hölle Einfahrt in den unteren Abschnitt in die Fischneise. Das ist die Vorentscheidung. Aufpassen, ein bisschen schnell war es da, ein bisschen glatt für ihn jetzt, aber er setzt den Schwung hoch an. Gute Linie erwischt dafür, früh angesetzt den Schwung. Taktisch klug gefahren. Patrick Ortlieb. Nein, zur Bestzeit reicht doch nicht. 1,18,56. Rückstand 1,47. Nach guter Zwischenzeit doch noch deutlich zurückgefallen. Patrick Holzer, der Führende. Und jetzt Hubert Strolz, der ewige Zweite aus Österreich. Er ist bei der Zwischenzeit nur 23. Holzer, Akkola, Rehak, Senegal, Jesi, Wasmeier, Girardelli, Madas, Badelotto, Polig, Arnesen, Salzgeber, das ist die ersten Elf. Hubert Stolz, Rang 21. Kiri Gentina aus Passy. Auch gute Zwischenzeit, nur 1200 zurück. Auf den führenden Holzer gerechnet, die beste Zwischenzeit, die eindeutig beste, hatte ja Peter Rehag mit 36,53. Der junge Franzose Gentina. Aber die Zeit von 1,17,94 reicht für ihn nur zur Rang 8, nur unter Anführungszeichen, denn für den Franzosen wird das heute sein bestes Resultat und er freut sich berechtigt. Nächster Franzose, Christophe Saioni aus Gerolier. Da ist oben der Rückstand schon zu groß, 19. Die restlichen Österreicher kommen erst mit Hohnnummern, 42 Assinger, 47 Töni, 52 Helmut Mayer und mit 71 Michael Haas. Der Mann des Tages aus österreichischer Sicht, Peter Rehag, beste Zwischenzeit und Rang 3 im Moment. Günther Mader Rang 7, Salzgeber Rang 12, mit drittbester Zwischenzeit leider weit zurückgefallen, Stefan Eberharter durch seine Probleme in unteren Abschnitten. Nicht einmal 2 Sekunden Rückstand wird heute wahrscheinlich zu viel sein, um noch Weltcup-Punkte zu erreichen. Stefan Eberharter und Patrick Ortlieb. Jetzt der deutsche Franz Retzer aus Raubling. Er verliert oben 68 Hundertstel. Die ersten vier, also nur durch 12 Hundertstel getrennt, die ersten 10 innerhalb von 19 Sekunden. So knapp heute die Resultate in diesem spannungsgeladenen Super-G auf der Kandahar-Strecke von Garmisch-Partenkirchen.
Franz Retter bleibt weit zurück. Jetzt Thorsen, der nächste Norweger, Jan Einar Thorsen, war Siebenter in der Abfahrt. Und ist nur eine Zehntel bei der Zwischenzeit zurück. Der nächste Mann, der hier nach einem Spitzenplatz greift. Als Abfahrtsspezialist mit den Tücken dieser Strecke ja blendend zurechtgekommen. Holzer ist in diesem untersten Abschnitt wirklich optimal gefahren, hat den Schwung zwischen den Toren mitgenommen und auch Thorsen mit 1,1784 ausgezeichnet an der sechsten Stelle. Er verdrängt sogar Marc Girardelli um einen Rang. Sechster Platz für Thorsen. Jetzt der Schwede Niklas Henning. Henning, der in Val d'Isère 1989 einmal gewonnen hat und 36,95 17 Hundertstel Vorsprung auf Patrick Holzer. Insgesamt 5 beste Zwischenzeit, aber im Vergleich zu Holzer schneller. Selten hat es einen Super-G mit derartig viel Spannung gegeben, wie heute hier in Garmisch-Partenkirchen, auf dieser selektiven, pickelharten, eisigen Piste. Niklas Henning. Aber im unteren Teil Zeit verloren. 1,1848. 1,1848. David Breto, 13. Sein Rückstand, 37,42 die Zwischenzeit. Aufgrund dieser dramatischen Ereignisse auch heute beim Super-G wird das deutsche Fernsehen den ersten, diesen Lauf, also diesen Super-G, zumindest bis Startnummer 50 übertragen. David Breto aus Meschede, wo der nächste Super-G, der letzte vor den Olympischen Spielen, ausgetragen wird. Rang 15, 1,1824, 1,15 sein Rückstand. Attilio Barcella aus Trescore Balneario, 14. bei der Zwischenzeit hinter Landsmann Patrick Holzer, der führt. Holzer, Akola, Rehak, Senegaliesi, das sind die ersten vier. Ein ungewohntes Resultat für einen Super-G. Dann erst Wartmeier, 6. Thorsen, 7. Girardelli, 8. Mader, 9. Gentina, 10. Spadelotto, 11. Polig, 12. Arnesen, 13. Salzgeber, 14. Marksteen und 15. Breto. Ortlieb ist derzeit 22. Strolz 26. und Eberharter zurückgefallen an die 29. Stelle. 36,83. Hans-Jörg Tauscher, der Weltmeister von Wales. Beste Zwischenzeit im Vergleich zu Holzer. Und insgesamt ist es die drittbeste Zwischenzeit hinter Rehak und Gedina. Schafft heute wieder ein Deutscher die perfekte Sensation, fast die Nummer, die gestern Wasmeier zum Sieg geführt hat. Wasmeier hatte gestern 38 und Hans-Jörg Tauscher hat heute die 37. Ein Aufschrei geht jetzt hier im Zielraum durch die mittlerweile rund 1000 Zuschauer. Hans-Jörg Tauscher, 15. 16, 1, 17, 26, nur 17 Hundertstel zurück und 5. Platz. So knapp
geht heute zu. Wasmeier ist Sechster, Hansjörg Tauscher Fünfter. 17 Hundertstel zwischen Holzer und Tauscher. Peter Müller aus der Schweiz hat dagegen schon Riesenrückstand. 1,31 auf die beste Zwischenzeit. Der Peter, der zwei Super-Gs schon gewonnen hat, aber gerade auf Eisbiss, da taugt es ihm ja überhaupt nicht. Gestern war er auch nur 22. Kämpft er noch immer um die kleine Möglichkeit, sich mit einem guten Resultat für die Schweizer Olympiamannschaft in der Abfahrt zu qualifizieren. Hat noch drei Rennen Zeit, aber er liebt eher weiche Pisten. Auf dem Eis spürt man die Abnutzung von 15 Rennjahren im Weltcup ganz besonders. AJ Kitt war gestern Achter. Aber er ist der geborene Abfahrer, den die technischen Bewerbe nicht so liegen. Nach ihm kommt aber mit Sergio Bergamelli, der Sensationsmann aus der Nähe von Bergamo, der in Gran Cagora mit zwei Laufbestzeiten sogar einen Alberto Tomba geschlagen hat. AJ, Rang 24, 1,68. Heute hätte man bei Buchmachern viel Geld verdienen können, wenn man den Einlauf getippt hätte. Holzer, Akkola, Rehak, Senegaliesi, Tauscher. Mit Ausnahme von Akkola hätte man wohl niemand der anderen fünf so weit vorne erwartet. 14. ist Bergamelli zurück. Sergio Bergamelli aus der Skifahrer-Dynastie Bergamelli. Auch seine drei Brüder sind ja alle in den italienischen Landesverbänden tätig. Er ist der älteste eines Quartetts von sehr guten und talentierten Skilaufern. Talent kommt vom Vater, der Skilehrer ist sauber gefahren. Man hat seine Technik gesehen, oben Ausfahrthölle, Einfahrt Tischneise. Aber sein Rückstand war schon zu groß im oberen Teil. 1,1848. Frederik Nyberg aus Sundsvall in Schweden. Nach ihm kommt der nächste Österreicher Armin Assinger. 25 Hundertstel Rückstand für Nyberg, auch eine gute Zwischenzeit. Für die ersten 10 braucht man 1,1794, für die ersten 20 1,1834. Nyberg hat aber im unteren Teil einige merkliche Probleme gehabt. War ihm auch zu schnell schon aus der Hölle Fischneiße und damit kommt er nicht einmal unter die ersten 30. Hat über 2 Sekunden von der Zwischenzeit bis ins Ziel verloren. Armin Assinger, gestern aufgegeben nach einem Torfehler. Und 36,89, Armin Assinger, 23 Hundertstel vor Holzer bei der Zwischenzeit. Aber die Schwierigkeiten beginnen erst jetzt so richtig in diesem unteren Teil. Er hat eine ganz andere Linie als so viele vor ihm. Ein gutes Resultat ist für den Armin Assinger in jedem Fall möglich. Kämpft jetzt noch in der Abfahrtshocke. 15, 16, 17, 18, 0, 0, Rang 11. Rang 11 für Armin Assinger.
Und nach dem Ausscheiden gestern ein gutes Resultat. Gleiche Zeit wie Spadelotto. Und damit vier Österreicher unter den ersten 15. Rehag ist Dritter, Mada ist Neunter, Elfter ist Assinger, 15. ist Salzgeber. William Best. Eines ist heute ganz deutlich, die Zwischenbestzeit oder eine absolut schnelle Zwischenzeit garantiert noch nicht unbedingt auch eine absolut gute Endzeit, denn die Schwierigkeiten dann Eisang, Hölle und Fischschneise, die kommen erst nach der Zwischenzeit. Rang 30 für Best wäre noch ein Weltcup-Punkt, aber da braucht man kein Prophet zu sein, um vorauszusagen, dass da noch schnellere kommen werden. Viele nicht, aber eins weiß ich ja. Stephen Lee aus Great Falls in Australien. Lange nicht mehr in der Form, die er gehabt hat, Mitte der 80er Jahre, als er auch hin und wieder in Weltcup-Abfahrten unter der ersten 10 Tour, einmal in Mengen, Siebter war und 1985 ja mit Marek Dekwo in Turano gewonnen hat, eine Weltcup-Entscheidung im Super-G. Er und Malcolm Milne haben für die zwei australischen Weltcup-Siege gesorgt. Malcolm Milne war ja der erste Sieger von Val d'Isère. Urs Lehmann aus Zürich. 37,12, gleiche Zwischenzeit wie Patrick Holzer. Unterer Teil, der Abfahrer Lehmann und vor einer knappen halben Stunde der Techniker Holzer, der in diesem unteren Teil wirklich gut gefahren war. Bestes Resultat für Lehmann, bisher ein 13. Platz in der Abfahrt von Gröden. Dieses kann er heute in jedem Fall verbessern. 16, 1, 17, 54, 7. Platz. Rang 7 für Urs Lehmann aus der Schweiz. Und ein weiterer Überraschungsmann, der heute die Gunst der Stunde ausnützt. Ich würde nicht einmal sagen, wesentlich veränderte Verhältnisse, sondern zumindest völlig gleichbleibende Verhältnisse für Läufer mit höheren Nummern, die damit beweisen, dass sie bei guten Pistenverhältnissen auch heute zum Teil schon imstande sind, ganz vorne hineinzufahren. Der Slalom-Spezialist aus Bruneck, Kurt Konrad Ladstätter. In Führung Patrick Holzer aus Sechsten. In Südtirol Zweiter Paul Akkola, Dritter Rehak, Vierter Senegaliesi, Fünfter Tauscher, Sechster Wasmeier, Siebenter Lehmann, Achter Thorsten, Neunter Schiradelli und Zehnter Mader. Wenn ich das schnell überschlage, da sind nur vier Läufer der ersten Gruppe in den ersten 10 Plätzen klassiert. Der nächste Österreicher, es ist Dietmar Töni aus Apfel. Hundertstel der Rückstand. Bei der Zwischenzeit hat er einmal Weltcup-Punkte gemacht in Breckenridge als 23. Um unter die ersten 20 zu kommen, braucht man heute 1,18,30. Schafft er nicht. 1,19,69.
gute Zwischenzeit nicht bis ins Ziel halten können. Jure Koschir aus Slowenien. Dann kommt Todd Kelly aus den USA und schließlich Tony Ray, Frankreich. Das sind die letzten drei der Direktübertragung des Super-Gs von Garmisch-Partenkirchen. Die letzten Österreicher, Helmut Mayer und Michael Haas, kommen erst danach. Garmisch-Partenkirchen wird jedenfalls als Weltcup-Station in die Geschichte eingehen, bei der Favoriten und vor allem Läufer der Gruppe 1 nach langem Warten ihren Sieg doch noch verlieren. Was gestern für Ortlieb galt, galt in einem gewissen Sinne heute für Paul Akkola aus der Schweiz, der einen sich erscheinenden Sieg an Patrick Holzer abgeben musste, wenn nicht noch einer Holzer abfängt, und der Österreicher Peter Rehag mit der absolut besten Zwischenzeit aller Läufer bisher glänzender Dritter und damit jetzt auch in einem technischen Bewerb zum ersten Mal in dieser Saison auch ein Österreicher unter den ersten drei nach drei zweiten Plätzen in der Abfahrt. Weitere fünf Läufer werden noch übertragen, denn man traut den Verhältnissen hier nicht in Garmisch-Partenkirchen. Ich bitte jetzt die Regie in Wien zu entscheiden, ob wir noch diese fünf Läufer mitnehmen. Darunter wäre auch der Österreicher Helmut Mayer. Und es würde dann mit dem Schweizer Xavier Chiganté enden. Todd Kelly, 1,18,50, 1,41 Rückstand, noch innerhalb der Ränge, für die es Weltcup-Punkte gibt. Jetzt Denis Rey, dann Ivan Bormolini, Italien, ein neuer Mann im Team der Italiener, dann Helmut Mayer, dann Paolo Obliga, Adrien Duviat und Xavier Chiganté, eine Sekunde der Rückstand von Rey. Der Läufer mit der Nummer 50, Denis Rey, ist der letzte Läufer unserer Übertragung hier aus Garmisch-Partenkirchen. Er beendet den Lauf nicht, hatte einen Torfehler und scheidet damit aus. Und damit folgendes Resultat. Ich nehme fast an, dass Patrick Holzer der Sensationssieger dieses Rennens sein wird. Der Südtiroler Patrick Holzer mit Startnummer 26 und 1,17,09. Der vermutliche Sieger, zweiter Paul Akkola aus der Schweiz, dritter Peter Rehag, Österreich, vierter Senegalese, Italien, fünfter Tauscher, Deutschland, sechster Wasmeier, Deutschland. Diese sechs Läufer nur durch 28 Hundertstel getrennt. Dann Lehmann, Thorsen, Schiratelli, zweitbester Österreicher, Mader als zehnter. Weitere Ränge der Österreicher, zwölfter Assinger, sechzehnter Salzgeber. Und weiter im Klassement noch klassiert an 27. Stelle Ortlieb, an 32. Stelle Strolz und an 37. Stelle Stefan Eberharter. Das war's vom Super-G aus Garmisch-Partenkirchen. Zurück nach Wien.